Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Heute noch mal was ganz Einfaches. Auf besonderen Kundenwunsch gibt es noch mal Moink Balls. Wie ich die genau zubereite, das erfahrt ihr jetzt. Was wir dazu brauchen, ist relativ zügig erklärt. 2 Kilo Rinderhack. Passende Masse Ankerkraut Bulettengewürz. Da nehme ich dann mal 2 Esslöffel. Das dürften in dem Fall, also hier ist jetzt noch ein halbes Glas. Ich glaube, ein Glas hat 80 Gramm, nee 100 Gramm. Also packen wir 50 Gramm von diesem Bulettengewürz da rein. 2 Zwiebeln. Als Käsefüllung nehme ich Mini Baby Bells. Ja, drumherum Bacon. Für den besonderen Kick habe ich ein bisschen Petersilie frisch aus dem Garten. Und dann legen wir mal los. Zuerst mal hacken wir die Petersilie klein. So nehmen wir uns die, dann falle ich die mal einmal in der Mitte. Dann hat man ja schon mal doppelt so viel. Dann kann man die Strünke so einmal entlang und dann da durchhacken. Ich habe leider kein Wiegemesser, sonst würde ich das nehmen. Aber hier das Ajax von Dick, da ist schon super geeignet dafür. So, das kommt jetzt einfach ins Fleisch. Wie gesagt, richtig schön klein gehackt. Dann nehmen wir uns die halbe Zwiebel. Durchschneiden. Anschneiden. Und dann ganz kleine Würfel davon machen. So, das ist jetzt das Ergebnis, das Vorläufige. Das heißt, jetzt kommt noch das Gewürz rein. Und dann wird geknetet. Und zwar so lange, bis das Mett, also das Hack, Fäden zieht. Das ist das, was ich meine mit Fäden ziehen. Und dann hier diese schönen Reststücke. Das klebt richtig aneinander. So muss das sein. Das können wir jetzt ein paar Minuten stehen lassen. In der Zwischenzeit packe ich die Mini-Babybells aus. Und dann geht's weiter. Doppelte Babybell-Größe. Kneten das nochmal durch. Machen es flach. Legen den Babybell rein. Und machen ihn dicht. Dass wir so eine Kugel haben. Aktuell haben wir hier diese Moo Balls. Um aus diesen Moo Balls Moink Balls zu machen, brauchen wir halt noch ein bisschen Bacon. Dazu legen wir uns immer 2 Scheiben Bacon aus. Ja, die sind so dünn. Ne, 2 Scheiben reichen. Muss da auch ein bisschen aufpassen. Das Hack ist ja jetzt gewürzt. Durch den Bacon kommt ja noch zusätzlich Salz daran, dass das Ganze nicht versalzen wird. Einfach drumherum wickeln. Und fertig ist der Moinkball. So, die Moinkballs sind einvakuumiert. Die gehen jetzt wieder bis morgen in den Kühlschrank, dann können die Gewürze so richtig wirken. Auch die Petersilie hinterlässt ihre ätherischen Öle schön im Hack. Und dann gehen die auf den Grill, werden knusprig gemacht
Ich freue mich drauf. Bis morgen. So, ziemlich genau 24 Stunden später stehe ich wieder am Grill. Was heißt wieder? Stehe ich jetzt endlich am Grill. Ich habe gerade die Moinkos aus dem Kühlschrank rausgeholt. Die kommen jetzt auf den Grill bei um die 180, 200 Grad. Lieber 180. Da können die dann erstmal so eine halbe Stunde, 40 Minuten indirekt garen. Dann werden die glasiert. Ich weiß noch nicht, ich muss mal gucken, ob ich die zwischendurch noch auf die direkte Hitze lege, damit die mit der Bacon angeknuspert wird. Aber ich denke, die 180 Grad reichen sogar dafür. Das werden wir aber zwischendurch sehen. Und wie ich das jetzt genau mache, zeige ich euch jetzt. Da sind ja hier noch die Spieße, die ich habe. Hier sind die Bacon Boards. Hat alles gut dicht gehalten. Konnte also in Ruhe ziehen. Immer wenn ich dieses Messer sehe, muss ich an Rambo denken. Ich weiß auch nicht wieso. Oder Crocodile Dundee. Also duften tut sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich mache das wieder mit meiner Kohle von Geholz. Die hat halt sehr lang. Sehr stabile Hitze. Ich werde da noch mal ein bisschen Form reinbringen. Dem Ganzen geben wir noch ein bisschen Rauch. Den habe ich mir gestern mal gekauft zum Ausprobieren. Für meine Pranken. Oh Gott. So. Die schmeiße ich jetzt hier hinten drauf. Das ist ja schön, mal neuen Rost, da kann ich das klappen. So, schnell den Deckel drauf, damit sie nicht brennen. Und dann kann das Ganze ein bisschen im Rauch liegen. Fängt es auch direkt ziemlich gut an zu rauchen. Das Ganze braucht ihr jetzt eine ganze Zeit. Das heißt, ich werde jetzt erstmal den Müll wegwerfen. Und dann sehen wir uns nachher wieder. So, da mal ein schönes Glazing verpassen. Ja, hier sieht man dann, dass nicht alle dicht sind. Ja, toll, Mina! Der kann hier nicht raus, ne? So, hier kannst du aber raus. Hier hat's alles.